Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um einen Blick unter die Motorhaube. Wie funktioniert eigentlich so ein YouTube-Kanal im geschäftlichen Sinne? Also wie sorge ich dafür, dass Leute überhaupt hierher kommen und sich Videos anschauen? Und wie kann ich dann eben auch dafür sorgen, dass noch ein bisschen mehr draus passiert, zum Beispiel auch mal irgendwas unserer Produkte gekauft wird? Also ein kleiner Blick unter die Motorhaube. Wie kommen eigentlich die Leute vor allem zu unseren Videos? Was sind die Quellen, wie man vor allem zu uns kommt? Und dann noch so ein bisschen andeutungsweise, wie geht man damit weiter um? Wenn ihr da dann mehr haben wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Und es wird noch ein zweites Video geben rund um die Thementrends im energiewirtschaftlichen Sinne des letzten Jahres, wo ich euch mal praktisch zeigen werde, welche Themen über das vergangene Jahr hinweg eigentlich am stärksten geklickt worden sind und dementsprechend eben auch für uns am wichtigsten waren. Aber jetzt erstmal dazu, wie ist das jetzt eigentlich mit YouTube? Ja, wir haben ja diesen Kanal und wir haben jetzt irgendwie über 200 Videos, irgendwie sowas wie 215, 220 Videos müssten es mittlerweile sein, zu relativ vielen energiewirtschaftlichen Themen. Und jetzt kann man sich ja fragen, ist das sinnvoll, so viel da drauf zu tun? Ne? Macht das überhaupt Sinn, nicht irgendwie prägnanter zu sein und sich sehr genau auf manche Themen zu konzentrieren? Jetzt mache ich das ja tatsächlich auch schon seit fast 2 Jahren. Das heißt, es sind jetzt gar nicht so viele Videos dafür, ne? Dass es dann irgendwie bald schon 700, sonst was wie viele Tage sind 200 Videos halt so ein Durchschnitt von alle 4 Tage in etwa. Finde ich eigentlich ganz vernünftig. Und was jetzt natürlich so ein Effekt ist, dadurch, dass wir so viele Videos haben, ist, dass wir sehr gut auf uns selbst verlinken, aber auch, dass wir bei fast allen Suchanfragen, die halbwegs thematisch passend gefunden werden, und auch, dass wir bei anderen Videos von anderen Kanälen sehr gut unter den vorgeschlagenen Videos platziert werden. Und da will ich euch mal die Zahlen auch ganz konkret zeigen und nennen. Wir haben im letzten Jahr, also in den letzten 365 Tagen, jetzt von Ende März 2021 aus gesehen, haben wir 160.000 Abrufe, ein bisschen mehr als 160.000 Videoabrufe. Das heißt noch nicht, dass die bis zum Ende geschaut worden sind, aber 160.000 Videoabrufe erstmal. Ist eine ganz coole Zahl. Wir haben übrigens, ganz wichtige Info dabei, ja keine Werbung geschaltet. Ne? Das dürftet ihr auch bemerken, wir haben ja keine Werbung geschaltet. Das heißt, es ist erstmal vollkommen egal, wie viele Klicks und wie viele Videos durchgeschaut werden. Damit verdienen wir 0 Euro und 0 Cent. 160.000 Abrufe ist natürlich aber auch gut für mein Ego, finde ich richtig stark. Dahinter steckt eine Rate, eine Durchklickrate von 4,2%. Ne? Die sogenannte CTR, Click-Through-Rate, die Rate, wie sehr die Leute, wenn sie es angezeigt bekommen, auch draufklicken. Und 4,2% resultieren dann eben in 160.000 Abrufen. Das ist eine ganz gute Quote. Sowas wie 5% und mehr wäre noch schöner, wäre richtig geil. Aber ich sag mal, 4% sind schon mal sehr, sehr gut im Vergleich zu vielen anderen Angeboten. Und manche würden dafür töten, solche guten Quoten zu haben. Also 160.000 Abrufe. Das meiste davon kommt tatsächlich über die YouTube-Suche selbst. Wir haben etwa 30% Abrufe unserer Videos über YouTube Search. Das heißt, jemand sucht nach energiewirtschaftlichen Fachbegriffen und kommt dann bei uns raus. Das ist hier mit Abstand der größte Teil. Und direkt dahinter, und das hat mich wirklich überrascht, sind die Suggested Videos, also die vorgeschlagenen ähnlichen Videos, die dann immer rechts neben dem eigentlichen Video, was ihr euch anschaut, zu sehen sind. Und das war früher bei weitem nicht so stark platziert. Jetzt ist es eben schon Platz 2 der Quellen, wie man zu uns kommt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eben mit über 200 Videos zu fast allem ein passendes Video haben. Und wenn man sich jetzt bei, keine Ahnung, Bundesnetzagentur oder Co. irgendwas anschaut, dann sind wir garantiert daneben zu sehen. Und das ist eben genau der Effekt, den wir auch erreichen wollen. Mittlerweile sind es eben 26,6% Anteil, dass Leute über diese vorgeschlagene Videofunktion zu uns gekommen sind. Und das heißt, YouTube-Suche selbst und vorgeschlagene Videos sind zusammen 56% der Wege, wie die Leute zu uns kommen. Das ist schon mal richtig wichtig und das sind nur genau 2 Wege, die eben vor allem durch diese Masse vor allem auch gespielt werden. Dadurch, dass auch YouTube weiß, dass unsere Beiträge inhaltlich stark sind, weil sie relativ lang angeschaut werden, also weil sie nicht nur geklickt werden, sondern dann auch meistens angeschaut werden, ist sich YouTube dessen bewusst, dass unsere Videos ein guter Vorschlag sind. Deswegen funktioniert das eben auch mit diesen Suggested Videos. Platz 3 sind dann die Channel Pages. Das heißt, vor allem unser eigener Kanal, dass wir natürlich unsere Videos auf unserem Kanal auch in Playlists und so weiter organisiert haben, das sorgt für nochmal etwa 11,5% Sprünge auf unsere Videos.
Und wir haben aber auch ein paar Kollegen, die freundlicherweise auf ihren YouTube-Kanal auch uns schon verlinkt haben. Vielen Dank dafür. Ihr wisst ja, wer ihr seid. Finde ich richtig, richtig stark und gut. Hilft uns auch wirklich sehr, immer mehr zu einer Gesamtcommunity hier auch zu werden. Wir haben ja auch schon auf unserem YouTube-Kanal ein paar andere Kanäle mit verlinkt. Das seht ihr dann, wenn ihr auf meinen Namen unten klickt und dann auf den Tab Kanäle geht oder Channels geht. Und dort seht ihr dann ein paar andere Kanäle mit verlinkt. Ganz spannende Sache. Hier entwickelt sich auch noch ganz viel und wir sind super gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Das ist also Platz 3 der Wege, wie man zu uns kommt. Danach die Browse-Features, also andere Anzeigen von YouTube. Zum Beispiel auf der Home-Seite, auf der Startseite. Als Vorschlag, hey, das könnte dich interessieren. Oder auch bei der Entdecken-Seite oder bei der Trend-Seite. Wir hatten zumindest mal im Kontext des EEG tatsächlich den Fall, dass wir im letzten Jahr mal irgendwie ein bisschen getrendet sind, weil wir da relativ viele Abrufe für unser Verhältnis relativ viele Abrufe hatten. Und das sind dann eben alles zusammen Suche, vorgeschlagene Videos, Kanäle und die Browse-Features schon mal in etwa 75%. Das sind zusammen etwa 3/4 aller Wege, wie man zu uns kommt. Dann Platz 5, relativ weit hier abgeschlagen gefühlt zumindest, sind die externen Klicks, ne? Also wo man dann praktisch über Suchmaschinen und Co. zu uns findet. Und das finde ich super spannend, weil, wie gesagt, 3/4 kommen jetzt von YouTube-Kosmos alleine schon mal und dann kommen erst die externen mit nochmal 7,5%. Und das sind dann vor allem natürlich die Suchmaschinen, ganz, ganz weit vorne natürlich Google selbst. Da sind wir auch relativ stark aufgestellt, weil natürlich auch die YouTube-Ergebnisse immer besser positioniert werden. Und dann kommen später die anderen Suchmaschinen, übrigens Ecosia auf Platz 2, danach erst Bing, dann DuckDuckGo, auch so eine unabhängige Suchmaschine. Und dann noch Yahoo, als erstmal so die hauptsächlichen, die auf uns dort auch verlinken. Dann vor allem dazwischen aber Social Media. Wir haben über Xing und LinkedIn und Twitter ja auch sehr gute Zugriffe, sehr gute Netzwerke. Und danach auch für mich super interessant, dass vor allem so Intranets auch auf uns verlinken. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein Intranet habt, was dann intern.stadtwerk-so-und-so.de heißt, dann sehe ich das, wenn ihr dort Videos von uns drin habt und dann draufklickt. Und passenderweise sind das zu großen Teilen auch unsere Kunden. Vielen Dank dafür, dass ihr das auch weiterhin dann natürlich nutzt oder weitere Angebote von uns nutzt. Ist auch Sinn der Sache. Und auch Hochschulen zum Beispiel. Ich unterrichte ja selbst an einer Hochschule im sechsten Semester. Aber lustigerweise sind es vor allem auch nochmal andere, die auch sehr, sehr, sehr stark auf uns verlinken. Wahrscheinlich so als ergänzendes Angebot zu irgendwelchen energiewirtschaftlichen, energietechnischen Studiengängen. Finde ich super interessant. Aber das Lustigste an der Stelle natürlich auch, wenn ich sowas sehe, sehe ich natürlich auch, wenn unsere Mitbewerber zum Beispiel in ihrem CRM-System uns auch gepostet haben und dann praktisch auch die Links dort sind und tatsächlich auch Leute dann darauf klicken, dann sehe ich das hier. Vielen Dank auch, dass einige unserer Mitbewerber auch wohl aktiv unsere Videos anschauen. Finde ich auch richtig gut. Gerne mehr. Ich kann auch wirklich Tipps dazu geben, wie man YouTube aktiv nutzt. Also scheut euch da nicht. Wir wollen ja auch tatsächlich mehr hier haben, mehr auch Mitbewerb haben, weil das belebt das Geschäft und das sorgt auch für mehr Verweise auf uns, gezwungenermaßen, weil wir auch die Ersten sind und auch so viel schon gemacht haben. Wir sind gewissermaßen die Platzhirsche für die Energiewirtschaft auf YouTube. Ja, das sind dann also zusammen etwa 3/4 der Wege zu uns und danach kommen nochmal so weitere Playlists und andere Features von YouTube und teilweise auch so Notifications. Also manche abonnieren uns auch so, dass sie die Info kriegen. Also das sind dann schon da so interne YouTube-Wege, wie man zu uns findet. Aber wie gesagt, die ersten vier sind hier, machen am meisten aus. Ja, und tatsächlich haben wir vielleicht noch als wichtige Quote bei den Suchen selbst, also dem Suchfeld, energiewirtschaftlicher Begriff eingegeben und wir sind als Ergebnis da. Da ist übrigens die Click-Through-Rate, also die Rate dann auch drauf zu klicken, bei über 7%. Und das ist richtig stark. Das ist ein Ergebnis, was mich super zufriedenstellt, weil wir dann offensichtlich auch für die Probleme, die die Leute haben, passende Angebote liefern. Auf YouTube zumindest erstmal. Und das ist natürlich super spannend. Wie geht es dann weiter? Ne? Das ist so jetzt der Weg, wie man zu uns findet. Und das heißt ja vor allem, durch unsere Masse haben wir den YouTube-Kosmos alleine schon mal gut abgedeckt. Wenn ihr auf Social Media und Co. gut verlinkt seid, kann auch das für euch so der erste Einstieg sein, hier reinzukommen. Oder wenn ihr eine sehr stark frequentierte Webseite habt, dann baut dort eure Videos ein und verlinkt entsprechend stark auf euren YouTube-Kanal, dann kann auch das wachsen. Dann habt ihr irgendwann den Traffic drauf, ne? Auch wir jetzt seit 2 Jahren erstmal hingearbeitet. Wir haben exponentielles Wachstum, ganz klar, und das wird noch viel, viel mehr, hoffentlich. Aber was machen wir jetzt damit?
Ich erwähne ja auch immer mal, hey, wir sind die Online-Akademie. Das heißt, die Leute sind sich in etwa bewusst, ja, der hat auch Angebote, der hat Seminare. Das verlinke ich dann auch direkt in der Videobeschreibung. Da ist dann der Link auf unsere E-Books und Online-Kurse. Die werden auch regelmäßig gekauft. Vielen Dank dafür. Und auch dann auf unsere Akademie selbst, wo wir Seminare und Co. haben. Die werden auch fast immer über YouTube-Videos, ursprünglich zumindest, bestellt. Und das finde ich natürlich auch super spannend. Und das ist dann genau der Weg, wie ich das natürlich auch vordergründig vertrieblich positioniere, hier über den YouTube-Kanal. Und wenn ich dann den Beitrag verlinke auf Xing, LinkedIn und Co., sind die Links auf unsere Seiten, die ganz am Anfang stehen, mit integriert in die Einbindung. Das heißt, das, was embedded wird bei Facebook, Twitter und so weiter, da kann man auch direkt auf unsere Seite klicken und das sorgt eben auch regelmäßig für entsprechend einen Weg hin zu unseren Produkten. Im Regelfall werdet ihr dort eine Dienstleistung haben, die kann man, da muss man einfach den Weg hin möglichst einfach machen. Macht ein Kontaktformular, baut da so viele Felder rein, wie nur möglich, die die Leute optional schon mal angeben können und dann bestenfalls kommt direkt ein fertiges Angebot zurück. Na, und dann kriegt ihr eine gewisse Automatisierung auch hin, die hier ganz spannend wäre. Soweit zu den Grundlagen eigentlich, wie man das jetzt machen könnte und wie man so einen YouTube-Kanal aufbaut, um da auch Geschäft mehr zu machen. Habt ihr konkrete Fragen, dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben, dann machen wir weitere Videos zu dem Themenkomplex. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video kommt und die Notification-Bestandteile auch ein bisschen höher werden bei den Klicks zu unseren Videos. Alles klar. Bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.